Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Witcher. Wir wollten ja, wie in der letzten Folge schon, ja, so mehr oder weniger angekündigt, zum Druiden marschieren. Weil wir mit ihm über diesen Blitzableiter nochmal reden müssen. Vorher würde ich doch vielleicht gern nochmal schnell die Alte kontaktieren. Die hat uns zwar mit diesem Blitzableiter schon einen Tipp gegeben, aber ich brauche noch einen Tipp für diese zwei Steine. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir die nochmal anquatschen. Die Wassergötter sind nahe. Gut, also das nützt uns mal gar nichts. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Ja, sehr schön. So, Gesöff. Das lassen wir mal. Das kann auch raus. Sehr alter Wein. Ja gut, das lassen wir jetzt erstmal. So. Ja, also sie hat uns nichts zu sagen. Dann spazieren wir jetzt mal weiter zum Druiden. Ich tue das gleich mal auf der Karte. Ach, das leuchtet schon. Ja, sehr schön, sehr schön. So. Dann quatschen wir mal mit der alten Bartfratze da. Sehen, was der uns noch erzählt. Und dann bin ich auch gespannt, wie das da mit diesem Blitzableiter dann weitergehen soll. Aha. Ich zieh gleich mal das Silberschwert. Ich habe ja jetzt wieder ein paar Tage nie gespielt. Jetzt muss ich mich erstmal wieder reinfetzen. Eieieiei. Warte mal, ich mach mal hier einen anderen Kampfstil. So. Wieder viele. Also das ist das nächste, was ich dann hochleveln werde. Diesen Gruppenskill da. Da den nächsten Silbernen verpflanzen. Weil es einfach relativ schwierig ist, so zu kämpfen. Wenn die ganze Zeit blocken, das ist so ein bisschen nervig. Ein bisschen. Weg, 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 weg. Fast hätte sie mich wieder mit erwischt. So. Jetzt kommen wieder beide Scheiße da an. So. Du elender Handtasche, du. Jetzt habe ich nie mitgekriegt, dass der schon kaputt ist. So ein Scheiß. So. Hier wieder alles dicht, wa? Mann, 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 Mann. Dann müssen wir wieder hier hinten rum. Nee. Heilige Scheiße, ey.
kommen wir da wieder nicht durch. Dann gehen wir hier hinten ein Großväterchen halt lang. Irgendwie kommen wir ja da schon rüber. Da nicht. Wisst ihr, kaum spielst du mal eine Weile nie, dann hast du überhaupt keinen Plan mehr, wo die Wege sind. Kommst du hier wirklich sowas von aus dem Spiel raus? Warte, jetzt bin ich beim Turm, genau. So, unbekanntes Kraut. Ich muss mal dran denken, dass ich... mal irgendwie die Karte in den Kopf kriegen muss. Nein. Jetzt laufe ich wieder weg. Es ist doch eine elende Räuberkacke hier. Ich will doch nur zu diesem elenden Golem Totenacker. Feuerstelle, eingestürzter Turm. Komme ich von dem Turm dann rüber? So, wir bauen uns erstmal wieder einen Weg durchs Unterholz. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal einen Weg finden, was momentan noch nicht so aussieht. Nein, oh, es ist echt zum Reiern. Da komme ich auch nicht durch. So, na gut. Irgendwie hoffe ich, dass wir von unseren Irrwegen dann mal wieder wegkommen. So, jetzt haben wir wenigstens die Scheiße mit dem eingestürzten Turm gefunden. Irgendwo ist einer rausgekommen. Da. Hallo. Mann. Wieso blockt denn der das immer ab? Ich begreife das nicht. Muss mal gucken, ob ich da vielleicht noch was machen kann, dass der nicht mehr so oft blocken kann. Weil das ist relativ lame. Noch. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Weil das scheint relativ richtig zu sein. Jetzt haben wir noch das Würmchen da oben. Jetzt mal eine Runde Feuer auf dem Pelz. Und da haben wir das nächste Würmchen. Heilands, heute hier ist... Es ist wieder was los heute.
So. Da waren die Leichen. Da war noch ein Lagerfeuer. So, Punkte haben wir jetzt eh. Aber ich glaube, ich bin jetzt wieder hier ziemlich richtig. Ziemlich richtig. Du elender Kackbuhn, jetzt! Lass den doch mal umhauen, ey. Das ist... Also wenn er trifft, dann zwiebelt's ordentlich. Aber wenn er nie trifft, ist es kacke. Ne, ich muss schon dort lang. Muss da lang. So. Genau, Golem Totenacker ist hier. Sehr gut. Jetzt kriegen wir es auch, glaube ich, wieder hin. So. Oh, das waren Irrwege, ey. Leck mir doch ein Chapli. Aber jetzt haben wir es ja wenigstens dann gleich gefunden. Ja. So, Kollege, jetzt steckst du mal hier das kleine Käsemesser wieder weg. Jetzt gibt es nämlich hier wieder Ärger. Ich wollte mit der Alpendrüse, glaube ich, reden. Mit der Alpendrüse muss ich reden. Was gibt's? Ihr Droiden kontrolliert die Kräfte der Natur, nicht wahr? Nein, das können wir nicht. Vielmehr leben wir nach ihren Rhythmen. Dennoch dressiert ihr wilde Tiere. Und ihr könnt einen magischen Sturm beschwören? Nein, ich meine ja, aber nicht mit Gewalt. Nun, ich benötige einen Sturm mit Donner und Blitzen. Könnt ihr einen erschaffen? Das kann ich, aber wie gesagt... Ich würde dafür bezahlen. Nennt es eine Spende zur Vermeidung weiterer Umweltkatastrophen. 500 Orans. Das ist zu viel. Alles wird teurer. Und irgendwie müssen wir auch leben. Ja, logisch wird alles teurer, aber Junge, du lebst im Wald von irgendwelchem Blattwerk und Bären. Also... Ich komme wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Was gibt's? Ihr Droiden kontrolliert die Kräfte der Natur. Das wissen wir? Nein, das könnte... Dennoch... Das wissen wir? Nein. Nun... Das kann... Ich würde... 500 Orans. Das ist zu viel. Alles wird teuer. Na gut. Dann eben 500. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid. Was kann ich denn eigentlich mit dem Kunden handeln? Ja, gut. Ich bin bereit, ja. Wir wollten jetzt hier weitermachen. Kostet der Sturm immer noch 500 Orens? Und keinen Oren weniger. Besteht Mutter Natur auf ihre Gewinnspanne? Macht euch nicht über das Heilige lustig. Lebt wohl. Ja, es ist halt ein türkischer Marktschreier, mit dem du handeln kannst.
Hier sind 500 Orens. Ich warte auf meinen Sturm. Das ist kein Kinderspiel. Ich bin kein gewöhnlicher Magier, der Stürme mittels absurder Steinsäulen beschwört. Was für Säulen? Jeder Magiewirker kann die drei Steinsäulen auf dem Golem-Totenacker aktivieren. Sie locken Blitze an. Vielleicht kann ich mit den Säulen den Golem aufwecken. Zum Glück befindet sich diese Kreatur außer Reichweite der Säulen. Es kann nur Unglück bringen, wenn man die Kräfte der Natur manipuliert. Wie werden die Säulen aktiviert? Berührt sie, wenn ihr einen Sturm anlocken wollt. Aber das ist äußerst gefährlich. Ein Augenblick der Achtlosigkeit kann euch das Leben kosten. Ich werde schon aufpassen. Lebt wohl. Ich kenne eure Absicht, Hexer, und würde einige dieser Tränke zubereiten. Trinkt sie, denn ihr werdet sie brauchen. Ein Hexer ohne Tränke ist nur ein halber Hexerdroide. So, jetzt haben wir hier wieder Kackwetter. Was gibt's? Ich hatte die Bestellung für den Sturm aufgegeben. Nicht schlecht. Was? Unbestreitbar. Was gibt's? Lebt wohl. Naja. Wieder finster wie im Bärenarsch hier. Nee, ich muss da irgendwie rüber. Zum Golem-Acker. Wisst ihr, jetzt ist es so dunkel und regnerisch und Scheißwetter und mistig, dass ich schon wieder den Weg nicht sehe. Es ist eine Katastrophe hier. So, die drei Kacksäulen sind da. Und jetzt muss ich sicherlich hier an dem Golem... mein Stab anbringen, genau. So. Jetzt haben wir ihn von hinten gefehlt. Ist ja schon mal lustig. Ja, na klar. Na klar. Jetzt? Ich muss den Golem besiegen. Ja, nu. Vielleicht nützt das was, wenn ich hier die Dinger drücke, da. Halt's Maul, du Pflock. Nee. Mach doch mal einen Blitz hier auf den Golem! Ja, nie auf mich! Fluchte Kacke! Na gut, wir werden in der nächsten Folge dann sehen, wie wir den Golem dann außer Gefecht setzen können. Ja, bis dahin verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns übermorgen wieder. Ciao, ciao!